Hey und herzlich willkommen, ich bin's, euer Spooky, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ja, was haben wir im letzten Part alles erlebt? Wir haben gegen das Otto-Quartett gekämpft, wir haben das ganze Otto-Quartett natürlich auch besiegt, wir haben Kimimaro besiegt mit der Hilfe von Naruto, Lee und Gaara. Was haben wir noch gemacht? Vieles, vieles, vieles mehr. Und ja, seht ihr, wie mein Chakra fließt und wie meine Eier anvisiert werden? Nein, Spaß, das ist der Speicherpunkt. Ja, jetzt fehlen uns noch zwei gammliche Missionen. Dann können wir, also dann haben wir es eigentlich fertig. Wenn wir auf die Missionsliste gehen, uns fehlen nur noch die zwei letzten Missionen. Ein EP hätte uns noch gefehlt, dann hätten wir die vorletzte machen können. Und ja, jetzt müssen wir auf jeden Fall Nebenmissionen noch ein paar machen. Zwei Stück schätze ich jetzt. Die eine ist ja schon hier neben uns, perfekt. Shizune! Hey, Naruto, Meister Jiraiya hat nach dir gefragt. Er versucht, Gamakishi zu fangen oder so. Wie auch immer, er will deine Hilfe. Okay, eigentlich was Einfaches. Gamakishi fangen, mache ich gerne. So, schnell vergammelte A-Rang. Kacke. Nein, A-Rang. So, Großjagd auf Gamakishi. Das machen wir. So, jetzt müssen wir gucken, wo das ist. Gleich hinter uns da irgendwo. Sammeln wir das mal ein. Bin ich richtig? Jo, jetzt rechts runter. Wo jetzt? Hier entlang. Da hinten ist er schon. Die legen sich auch echt überall hin hier, wirklich. So. Da bist du ja. Ich habe gehört, du willst, dass ich dir helfe, Gamakishi zu fangen, perverserweise. Er hat an dieser Welt Gefallen gefunden und jetzt treibt er überall Unfug. Tsunade hat befohlen, ihn zu fangen und irgendwie ist dieser Job an mir hängen geblieben. Aber kannst du ihn nicht selber fangen? Es geht darum, den richtigen Mann für den Job zu finden. Dieser Job passt besser zu dir. Das weiß ich nicht so genau, aber in Ordnung. Gamakishi läuft weg. Eine wilde, große Verfolgung beginnt. Übrigens, Gamakishi ist da hinten. Den Rest überlasse ich dir. Da hinten? Hä? Verstanden. Sehen wir mal, wie er sich macht. Der hat doch selber keinen Bock, den zu fangen, weil er Frauen schon ausspannen gehen will. Aber okay. Für 27, 28 EP mache ich das gerne, also damit können wir eigentlich so gut fast die letzten zwei Missionen machen. Und so schwer ist es ja nicht, diese kleine Kröte zu fangen. Ich bin mal nur gespannt, was der wirft, um abzuwehren. Furzen glaube ich nicht, Briefbomben wirft er glaube ich auch nicht, bin mal gespannt. Wahrscheinlich irgendwie so Öl oder so, Krötenöl wieder. Dass ich dann zum Beispiel ausrutsche oder so, keine Ahnung. Da hinten ist er, ich habe ihn schon gesehen. Ey, Gamakishi, warte, scheiße. Nein! Nein! Boah, das war knapp. Komm her, Gamakishi. Noch 42 Sekunden, das schaffen wir. Gamakishi, bleib mal hier. Was, der legt Bananen? Boah, ist das mies, Alter. Guckt euch das an, Alter. Der legt die fast überall hin. Boah. Wo ist denn der? Boah, war das knapp. Blöde Kröte. Mann, Alter. So. Natürlich müssen wir wieder laden. Ich habe nichts Neues. Es ladet ja auch so selten. Aber diese letzten paar Mal laden, das schaffen wir auch noch. So. 29 EP haben wir gekriegt. Haha, das war leicht.
Quark, wie unverfroren. Ha, sehr gut. Ha, das war knifflig, aber nichts, womit ich nicht klarkommen wäre. Hä? Hey Jiraiya, was ist unser Deal? Ich habe meinen Job erledigt, also gib mir einen Snack. Sei still, du Idiot. Sein Job? Quark, Quark, ja, Jiraiya hat sich diesen Plan ausgedacht, um deine Fertigkeiten zu testen. Er hat für mich? Na gut, ich wollte einfach sehen, ob du besser wirst oder nicht. Tja, jetzt weißt du es. du hast bestanden, gerade so, aber du musst weiter trainieren, verstanden? Verstanden. So, jetzt gucken wir mal, wie viel PP wir haben. Wir haben 468. Scheiße, wir müssen noch was machen. Oh Mann. Ach, gleich hier über den Fluss ist eine, lol. Diese Omi hier. Hey, Omi. Du kommst genau zum richtigen Zeitpunkt. Kauf etwas, ja? Das ist sehr schön. Wie wär's, wenn ich 20.000 Rio dafür bezahle? Was? Machen wir's halt. Dafür lese ich den Scheiß jetzt nicht mehr. Ein einfaches Zeichen habe ich für 20.000 Rio gekriegt. Ey, Alter, die hat mich abgezogen. Polizei, Polizei, leck mich, Alter. Oh, ich will mein Geld, Alter. Krieg schon ein Zeichen wieder. Alter. Hat die mich eiskalt abgezogen? Blöde Schnäpfe. Okay. Da es keine Mission mehr gibt, gerade eine Mission, müssen wir jetzt Story machen. Und zwar den vorletzten Kampf. Gebrüllt, halt durch das Tal. Endlich konnte Naruto Sasuke einholen. Dieser blieb jedoch von Narutos Versuchen, ihn umzustimmen, gänzlich unbeeindruckt. Um seinen Freund zurückzuholen, stellte Naruto in einem grimmigen Kampf das Band zwischen ihnen auf die Probe. So, jetzt geht's auf... Oh, endlich. Vorletzter Kampf. Wir haben eine Menge durchgemacht, um so weit zu kommen. Alle in Shikamarus Truppe und buschige Augenbrauen, auch Gaara, dank ihnen, alle haben... Was? Dank ihnen allen habe ich dich endlich erreicht, Sasuke. Selbst wenn es bedeutet, dass ich gegen dich kämpfen muss, ich werde dich nach Konoha zurückbringen. Meine Fresse. So, ach, wir müssen nur gewinnen. Jetzt bin ich mal gespannt. Okay, harte Worte, aber Tatsachen. Ach, versucht er gleich sein Shindori mir reinzudrücken. Blöder Arsch. Giss es. Nein, ich werde nicht verlieren, Sasuke, mein Schatz. Ich werde dich zurückholen. Dieses Tauschschütze wirklich, das nervt wirklich. Natürlich. Okay, wir schaffen das, ganz ruhig. Also bis jetzt war er noch nicht stark, aber mal gucken, ob wir treffen. Nein, natürlich nicht. Und tschüss. Wir haben ihn eigentlich so gut wie besiegt. Okay, das haben wir geschafft. Also, wir haben den Kampf gewonnen. War eigentlich ziemlich einfach. Ich habe es mir ein bisschen schwieriger vorgestellt. Also, vor ein paar Parts musste ich ihn schon mal besiegen. Das war das Krankenhaus-Battle eigentlich. Da war er auf jeden Fall stärker als jetzt. Aber okay. Jokin-tase. Ich kann kein Japanisch, aber Jokin-tase. So. Jetzt geht's in den letzten Kampf. Das wird wahrscheinlich ein Boss-Battle, da bin ich mir sicher. Bin echt mal gespannt. Das wird wahrscheinlich der allerbeste Boss-Fight, den es gibt, Alter, wirklich. Also in dem Spiel hier. Muss natürlich. Jo. Brauchen wir natürlich aber erst wieder eine Nebenmission, sonst können wir nichts machen.
Ja. Hinten, also unten beim Richtung Konoha-Tor ist was. Des Hormons. Schon wieder die zwei. Gerade ging Meister Jiraiya mit einem bösartigen Lächeln auf den Lippen vorbei, was er wohl vorhat. Er murmelte was von Naruto und Springen. Ach nee. Ich weiß, was jetzt kommt. Was Kakashi auch schon vor ein paar Parts gemacht hat, diese Dinge hier einsammeln, hier diese Schriftrollen, was hier auch sind. Och nee, Alter. Komm, Ichirako, hast du ein paar Nudeln, weil ich brauche mehr Chakra dazu. Natürlich hat er keine, war ja sowas von klar. Mann, ist das mies. Egal, es gibt noch eine andere Mission ganz oben links bei Iruka. Ichiruka, die sind alle gleich, Alter. So. Wo ist der? So, ich habe kein Chakra gehabt, deswegen ist er nicht gerannt. War das Gara aus Sonagakure? Ihn kann man nicht verwechseln. Er schien in Gedanken versunken zu sein. Okay, wir haben eine A-Rang. Missionsliste. Also die zwei müssen wir noch machen und dann haben wir genug EP, um alles zu schaffen. Wir machen das jetzt mit dir als Ding erstmal. Wir haben dafür 100 Sekunden nur Zeit. Boah. Also das wird ziemlich heftig. Ich weiß nicht, ob ich es diesmal schaffen werde. Weil letztes Mal war es wirklich knapp. Da bin ich nicht so weit geflogen und habe wirklich gerade noch so die letzte noch bekommen. Also es war schon heftig. Ich gehe mal gleich aufs Dach. Scheiße, das wollte ich jetzt nicht. Lass mich mal runter. Mann! Ich will da hoch. So, jetzt. Natürlich, da kommen wir auch nicht hoch. Da ist er ja schon. Ach, das ist ja mein Haus hier. Das ist Narutos Haus, wirklich. Boah, nein, 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 nein. Oh, komm. Fail, Mann. Ey, der hat sich echt das beste Haus ausgesucht, wirklich. Ich will nicht auf dieses Scheißseil, Mann. Fuck drauf. So. Jetzt nochmal. Den Beutel, da will ich auch haben. So, perfekt. Karotte. Na, seht ihr mal, was ich alles für eine Karotte tue, hä? Komm, das überspringen jetzt diesmal. Aber nur aus Schnelligkeit. Jiraiya Spezialtraining tanzt durch den Konoha-Himmel. Ich wusste es. Ja, natürlich, jetzt haben die auch noch Fallen da oben hängen. Aha. Ich darf nicht zu hoch, ich darf nicht zu niedrig. Ey, das ist echt mies. Warte mal, das sind einige. Ne, wir machen das nochmal. Mission wiederholen. Weil ich glaube, die Schriftrolle mit dem roten Ringkreis ist irgendwie eine wichtige. Oder die gibt mir besonders viel, keine Ahnung. Ich bin hängen geblieben. Und nochmal. Das war wahrscheinlich zu hoch. Jetzt habe ich die schon wieder nicht. Scheiß drauf. So. Ey, komm, das ist nicht zu packen, Alter, wirklich. Sollen das klappen? Ich komme nicht mal so weit wahrscheinlich. Das war jetzt ein perfekter. Komm, das müssen wir doch schaffen.
Ja, aber wenn ich jetzt so weit flieg, dann haut's mich hin, Alter. Egal, ich muss machen. Okay, es hat gereicht. Was? Wir müssen 120 von den Dingern sammeln? Auch nicht schlecht. Eieiei. So weit kann ich nicht mal fliegen, Alter. Habt ihr das gesehen? Ich kann nur noch so vielleicht machen. Puh, Alter. Ah, das ist ja noch mieser hier. Nee, Alter. Das schaffe ich nicht. Meine Fresse. Nee, Mann. Nee, Mann, ich brech das ab. Ich pack das nicht. Ich hab 36 Grad mal und hab nicht mal die Hälfte der Zeit mehr. Sinnlos. Wir machen das anders. Habt ihr schon eine Idee? Wir nehmen jetzt einfach die andere Mission. So. Ja, ich will zurück. So. Gegen Ende wird es echt noch hart hier, das Spiel, wirklich. Wo ist denn das? Da oben. Was macht denn Gara hier? Hey, was ist los? Du scheinst ein bisschen neben der Spur zu sein. Ich dachte an die Zeit. Welche Zeit? Die Zeit, als du den Dämon in mir gegenüber gestanden hast, Shukaku. Oh, diese Zeit. Das war ein ziemlich brenzliger Kampf. Erinnerung an eine riesige Schlacht, der Kampf um Leben und Tod mit Shukaku. Sag jetzt bitte nicht, ich muss den Kampf mit Shukaku wiederholen. Tatsächlich. Eieieiei. Das wird ja was. Okay. Da ist wieder das ganz simple Ding. Wie gegen Gamma Bunta. Einfach ganz schön Schuriken werfen, ausweichen. Ausweichen. Und ja. Scheiß auf die Bildschulden da. So, jetzt erstmal gegen Kopf jumpen. Ja, natürlich. Wow. Jetzt will er mich angreifen. Ich hab sowas von überhaupt keine Angst. Natürlich und gleich nochmal. Wir sind Naruto, Alter. Denkst du, du kannst uns besiegen? Blindflug, was ist das nochmal? Achso. Sein Hachi. Und zack. Dann kommt das erste Quicktime. Dauert wahrscheinlich noch. Hä, was ist das? LOL. Bleib mal hier. So, das erste Quicktime. Ich bin mal wieder ruhig.
Okay. Hab's gerade noch. Ich hab also die Quicktimes echt gerade nur so mit Glück geschafft. War ja ziemlich knapp. Aber okay. Wir haben ihn eh gleich besiegt. Immer schön Schuriken werfen. Und tschüss. Okay, letzte Quicktime, dann haben wir ihn. Boom. Joken tassei.